Hallo, ich bin hier bei Audi und wir haben hier ganz neue Brennstofftechnologien, das heißt Kraftstofftechnologien. Und ich habe hier einen Experten sitzen. Stellen Sie sich doch mal bitte kurz vor und was machen Sie bei Audi? Also mein Name ist Oliver Strohbach, ich arbeite in der Technologiekommunikation bei Audi und beschäftige mich damit vor allem auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das bedeutet zum einen die Elektrifizierung und zum anderen aber auch die Entwicklung und Erforschung von unseren E-Fuels, also von nachhaltigen Kraftstoffen, in die Öffentlichkeit zu tragen, den Fans, den Kunden, den Journalisten zu erklären, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Genau, dann erklären wir doch einfach mal unseren Zuschauern und unseren Lesern, was gibt es jetzt Neues bei Audi? Irgendwas mit Diesel und mit Mikroorganismen, was ist das? Was macht das? Ja, das stimmt. Wir haben in den USA, in New Mexico, mit einem Partner zusammen eine Forschungsanlage, in der wir versuchen, aus Wasser, CO2 und Sonnenlicht einen Kraftstoff herzustellen. Und zwar einen Diesel, einen künstlichen Diesel, der dann vom Erdöl unabhängig machen kann und zum Einsatz in unseren Serienfahrzeugen taugen könnte. Wir sind momentan in der Forschungsphase. Die ersten Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Die Kraftstoffe laufen bereits auf unseren Prüfmotoren im Labor. Und wir sind da sehr zuversichtlich, da eine sehr gute Ergänzung zum Thema Elektromobilität zu finden. Das heißt also von wegen effizienter und dann aber auch umweltfreundlicher? Oder wie geht das? Auf alle Fälle umweltfreundlicher, weil ein Kraftstoff, der quasi aus Kohlendioxid, aus CO2 entsteht, der ist nachhaltig, weil das CO2 dann am Auspuff wieder in die Atmosphäre entweicht, dort wieder abgenommen wird und somit der CO2-Anteil in einem Kreislaufprozess läuft und wir mit der Mobilität dann CO2-neutral unterwegs sein könnten. Und das ist ein sehr, sehr großer Schritt in Richtung Zukunft. Wir versprechen uns da auch viel davon. Wie gesagt, als Ergänzung zur Elektromobilität, weil das komplett emissionsfreie Fahren, zum Beispiel in Megacities, in urbanen Regionen, daran wird kein Weg vorbeiführen und das treiben wir auch massiv voran. Ja, jetzt dieser Audi E-Diesel, wie soll das gehen? Vertrieb an Tankstellen, gibt es da Probleme, Vorteile? Sind irgendwie die Rüssel anders? Was ist für den Verbraucher da wichtig? Also momentan sind die ersten Mengen, die wir produzieren, sind komplett drop-in-fähig. Das bedeutet, sie können in jedem Verhältnis mit normalem fossilen Diesel gemischt werden. Das ist uns ganz wichtig. Aber, das muss ich betonen, wir sind in einem Forschungsstadium. Also wir sind noch weit davon entfernt, diesen E-Diesel in Serie zu bringen. Wir brauchen da Partner dazu, wir brauchen die Partner aus der Mineralölindustrie und so weit sind wir noch nicht. Wir wollen aktuell zeigen, dass es geht, dass wir in der Lage sind, auch erdölunabhängig Kraftstoffe zu produzieren. Da sind wir auf einem guten Weg, aber bis es an der Tankstelle zu haben sein wird, das wird schon noch ein bisschen dauern. Dauert noch ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, Kooperation mit anderen Herstellern oder ist es eine Insellösung, schon super beantwortet. Und können dann auch alle Tankstellen diesen Kraftstoff dann führen oder gibt es da Limitierungen? Da gibt es gar keine Limitierung. Also der Kraftstoff, den wir jetzt in der Entwicklung haben, die Proben, die wir jetzt gewonnen haben, die auf unseren Prüfmotoren laufen, die sind mit der kompletten herkömmlichen Technik kompatibel. Das bedeutet mit der Tankstellentechnik genauso wie mit der Technologie im Auto. Das bedeutet mit den Einspritzsystemen, alles was dazugehört. Dieser Kraftstoff wird genauso chemisch zusammengesetzt sein wie ein fossiler Diesel und wird dadurch keine Umstellungen erfordern. Wann ist denn mit der Einführung zu rechnen? Also wie ist es vielleicht, müssen da so und so viele Hersteller irgendwie noch mitziehen und mitentwickeln und wie offen ist Audi da, dass Audi sagt, hier kommen so ein paar Know-how-Sachen, die können wir euch schon weitergeben, damit ihr das auch nutzen könnt? Oder wie ist das geplant? Also alleine wird es nicht gehen, das ist vollkommen klar. Wir brauchen Partner, vor allen Dingen die Mineralölindustrie. Da gibt es einen intensiven Austausch, aber wir sind natürlich auch als Mitglied des Volkswagen-Konzerns so stark aufgestellt, dass wir die Synergien innerhalb des Konzerns gut nutzen könnten und auch solche Ideen so vorantreiben können, dass wir da sehr stark aufgestellt sind. Das ist aber ein Projekt, da sind wir offen in alle Richtungen. Also das ist kein markenspezielles Thema, das ist etwas, das, von dem die ganze Industrie profitieren kann und deswegen würden wir da auch anderen Herstellern die Lösungen zur Verfügung stellen, mit anderen Herstellern kooperieren. Aber wir sind in der Forschungsphase über die Industrialisierung und da gehören ja die Partner dann dazu. Da sind wir noch nicht so weit, da haben wir uns noch nicht die tiefen Gedanken gemacht, weil es jetzt erstmal darum geht, den Prozess so weit hinzubekommen, dass es auch wirklich nachhaltig funktioniert, dass es dauerhaft funktioniert, dass die Mengen, die da produziert werden können, so ausreichend sind, dass wir wirklich auch die Möglichkeit sehen, damit Geld zu verdienen und den Kunden das anbieten zu können. Ja, soll ja allen Spaß machen.
Wirkungsgrad, es liegt jetzt irgendwie so bei 40% in der Forschung, hatte man mir verraten, ihr wollt so auf 60, 65 gehen oder irgendwas, oder habe ich das falsch verstanden? Also Wirkungsgrad, da muss man differenzieren, also der Wirkungsgrad innerhalb der Antriebsstränge, den treiben wir natürlich immer weiter voran mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Wirkungsgrad in Anlagen, die E-Diesel produzieren, ist, wenn man das vergleicht mit Biodieselanlagen, deutlich höher. Also der Flächenertrag, die Menge, die pro Fläche erzeugt werden kann, ist deutlich höher. Und wir stehen mit der Anlage nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie. Und ein idealer Standort für E-Dieselanlagen ist zum Beispiel eine Steppenregion oder Wüste, dort überall, dort, wo es Sonne gibt. Denn diese Bakterien, die diese Kohlenwasserstoffe produzieren, die brauchen viel Sonnenlicht und die brauchen CO2 und sie brauchen irgendeine Form von Wasser. Also es kann Abwasser, Brackwasser, Salzwasser sein. Ja, das hört sich ja schon mal gut an, dass man kein gutes Trinkwasser verbraucht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das weitergeht und werde das weiter verfolgen. Erstmal vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.